Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich möchte heute einen Spargelkuchen machen. Den hat die Katrin van Bergen bei Facebook gepostet und das hat mich sofort angesprochen. Das ist mit Spargel, Kartoffeln, das blendet sehr, gell? Achtung, jetzt. Mit Spargel, Kartoffeln, Schinken, ja, wird in einer Kuchenform gebacken. Dass da jetzt Spargelzeit ist, habe ich gesagt, oh, das muss ich unbedingt machen. Das hat uns wirklich alles sehr angelacht. Und da wollen wir jetzt loslegen. Da kommt ein Hefeteig rein, in die Kuchenform halt als Boden. Dann Kartoffel, Spargel, Schinken, Schinkenspeck, Käse und Sauce Hollandaise. Also es ist wirklich lauter leckere Sachen. Und ich denke, dass das bestimmt auch lecker ist. So, wir fangen an mit dem Hefeteig. Wir brauchen 200 Gramm Mehl. Ja, da kommen wir gerade so hin. Das sind genau 200. Wunderbar. Dann brauchen wir 100 Gramm Margarine. Toll. So. Das kann ich ja nicht ertragen. So. Gut. Dann kommt dazu ein halber Teelöffel Salz. Dann kommt dazu, im Rezept steht, ein halbes Päckchen Trockenhefe. Ich habe keine Trockenhefe. Ich habe immer nur frische Hefe. Ich nehme da jetzt einfach mal einen halben Würfel. Vielleicht nicht ganz einen halben und teste das jetzt einfach. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Und einen halben Becher Schmand. Man kann das Rezept natürlich auch verdoppeln. Aber so. Jawohl. Ich mache es jetzt erstmal nur einfach, da wir es noch nicht hatten und die Menge auch für uns bestimmt reicht. So, das haben wir. Ich muss dazu sagen, es ist kein Thermomix-Rezept. Aber warum sollte es mit dem Thermomix nicht klappen? Ich stelle jetzt mal 1,5 Minuten Teigmehlstufe ein. So, der Teig ist fertig. Er sieht so aus. Ist weicher wie bei unseren Brötchen. Das ist aber, denke ich, klar. Ob man den einigermaßen hier rausbekommt. So. Der erinnert mich an so einen Quarkölteig. Ich habe doch diese Osterhasen im Blumentopf gebacken. Stelle ich euch auch gerne nochmal den Link zum Video unten drunter rein. Der Teig war ähnlich, würde ich so mal sagen. Ich setze das jetzt nochmal auf und lasse es an den Rand schleudern. Ich glaube, ich habe meinen Hund gerade in den Flur gesperrt. So.
Jetzt brauchen wir auch geriebenen Käse. Da habe ich jetzt überlegt, mache ich den am Anfang oder mache ich den zum Ende. Ungefähr 200 Gramm. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie viel das ist. Ich hatte noch so ein Reststück vom Gouda. Genau. Den wiege ich jetzt mal da rein. Gucken, wie wir hinkommen. Ja, es sind 160, das ist aber auch okay. Also, und das wird jetzt zerkleinert. Ja, das waren jetzt, ich zeige es euch, 6 Sekunden auf Stufe 8. Das finde ich hat die richtige Größe, um nachher über den Kuchen gestreut zu werden, dass wir es quasi überbacken können. Da hängt jetzt noch ein ganz bisschen kleinen Teig unten dran. Das ist aber kein Problem. Das mache ich jetzt da dazu. So, der Teig wird jetzt zur Seite gestellt und wird ein bisschen gehen gelassen. Das mache ich auch. Ich lege ein Küchentuch drüber und stelle es hier nebenhin. Hier ist es schön warm. Genau, das machen wir jetzt erstmal. Dann gebe ich in meinen Thermomix 500 Milliliter Wasser. Das sehe ich ja schön anhand der Skala. Da gebe ich Salz dazu. Dann habe ich mein Körbchen mit Kartoffeln. Das sind jetzt etwas über 500 Gramm. Die lasse ich ganz. Hänge das ein. Dann gebe ich mein Varoma, der ist gefüllt, das ist jetzt 1 Kilo Spargel. Wir brauchen für das Rezept nur 1/2 Kilo Spargel. Ich kaufe diese Spargelköpfchen, weil ich faul bin. Die muss man nicht groß schälen. Also ich habe die jetzt nur unten ein ganz klein bisschen abgeschält und gerade das Ende nochmal abgeschnitten. Die habe ich jetzt gesalzen und ein klein bisschen Zucker dran. Ich stelle jetzt, da die Kartoffeln im Ganzen sind, 40 Minuten ein. So. Ich mache jetzt auch wirklich ein ganzes Kilo, auch wenn im Rezept nur 1/2 Kilo Spargel steht. Das andere 1/2 Kilo, das mache ich Spargelsalat oder irgend sowas draus. Also wir garen jetzt alles. 40 Minuten, Varoma, Stufe 1. Ich schneide jetzt in der Zeit schon meinen gekochten Schinken. Es kommen 200 Gramm gekochter Schinken rein. Die werden in Würfel geschnitten. Genau, das mache ich jetzt in der Zeit, wo es kocht. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, es geht weiter. Die 40 Minuten sind rum. Die Spargel habe ich raus. Die Kartoffeln habe ich schon geschnitten in Scheiben. Im Rezept steht jetzt ein Tetrapack Sauce Hollandaise. Das mache ich natürlich nicht. Wir wollen ja wissen, was so ein bisschen in unserem Essen drin ist. Und wir mögen gerne die selbstgemachte Sauce Hollandaise. Ich mache immer unterschiedliche. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme das Grundkochbuch einfach mal zur Hand. Auf der Seite 107 ist die Sauce Hollandaise. Genau. Die machen wir jetzt auch und zwar braucht man dafür 4 Eigelb. Die habe ich schon getrennt. 100 Gramm Butter. Da muss man wirklich sagen, da gibt es auch leichtere Varianten der Sauce Hollandaise, wo dann einfach mit der Flüssigkeit, mit dem Gashut, den hätten wir jetzt auch nehmen können von den Spargeln und den Kartoffeln. Ja, so, Thermomix müssen wir nochmal anmachen. 100 Gramm Butter. Das passt ja wunderbar. So, dann kommt dazu 80 Gramm Sahne.
Da dazu kommt dann noch ein Viertel bis ein halber Teelöffel Salz. Wir mögen es immer eher salzig, also machen wir einen halben. Ein Viertel Teelöffel weißer Pfeffer. Weißen Pfeffer habe ich jetzt keinen da. Ich nehme den schwarzen. Ich nehme an, dass es wegen der Optik sein soll, dass das diese schwarzen Pünktchen eben sonst bestimmt stören. Und 1 bis 2 Teelöffel Zitronensaft. Ich nehme einen Teelöffel. Das Ganze wird jetzt, mein Messbecher, der verschwindet irgendwie immer, 6 Minuten. Auf 80 Grad, Stufe 4. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, wo die Spargel und die Kartoffel gar geworden sind, eine Springform genommen und habe da meinen Teig, da stand, den soll man zwischen zwei Küchen, zwischen, nicht Küchentüchern, zwischen Frischhaltefolie ausrollen. Das war mir jetzt zu viel Arbeit. Ich habe mir die Finger ein bisschen eingeölt. Da kann ich auch den Hefeteig ganz gut verteilen und habe den einfach so in die Form gedrückt. Jetzt soll man das Ganze einschichten. Ich fange mit der Kartoffel an und lege die recht großzügig. Ich habe, glaube ich, eine recht große Form dafür genommen. Das hier ist jetzt nicht so gut. So. Und lege gerade so eine Lage Kartoffeln auf den Boden. Wunderbar. Dann kommen Spargel. Ich habe jetzt nicht extra 5, beziehungsweise es kommt erstmal Salz und Pfeffer. Salz, Pfeffer. Dann kommen Spargel. Die belege ich gerade so, dass überall ein bisschen was liegt. Dann kommt, hatten wir ja 200 Gramm Schinken gekochten und die schreiben ca. 100 Gramm von diesen Schinkenspeckwürfeln. Ich habe eine Packung, da sind 125 Gramm drin, die mache ich auch komplett rein. Was soll ich da noch mit 25 Gramm Speckwürfelchen? So, der Ärmel nervt. Verteile ich jetzt auch so ein bisschen hier drüber. So, jetzt wieder eine Lage Kartoffeln. Meine Scheiben sind jetzt noch relativ großzügig, also recht dick geschnitten, da die Kartoffeln noch so sehr heiß waren. Ich jetzt aber mal wieder nicht mehr so arg viel Zeit habe, deswegen habe ich die jetzt schon geschnitten. So, dann wieder Spargel. Dann wieder Schinken. Also es gibt von jedem so ungefähr zwei Lagen. So.
nicht die letzten, beziehungsweise von den Kartoffeln gibt es ein bisschen mehr. Im Rezept steht, dass die oberste Schicht bitte Kartoffeln sein soll, wenn möglich. Wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm. Ich habe jetzt hier nur noch so ein paar. Da lege ich jetzt gerade so einen Kreis einfach. Das ist ja nicht wirklich mehr die Menge. Auch leer. Also das, ich schätze, das sind jetzt nicht mehr ganz 500 Gramm. Aber das ist ja kein Thema. Die bleiben über. So. Jetzt warten wir auf unsere Soße Hollandaise. Die ist jetzt jeden Moment ja auch fertig. Mein Backofen heize ich jetzt schnell vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer drüber. Allzu viel Salz würde ich jetzt auch gar nicht mehr machen, da der Schinken immer gut gesalzen ist. Aber wie gesagt, Erfahrungswerte habe ich da jetzt noch keine, da ich die jetzt auch zum ersten Mal mache. Ihr erschreckt jetzt bestimmt, wie viel Pfeffer ich da drauf mache, aber aus dieser Mühle kommt nicht allzu viel raus. So. Ich zeige euch jetzt mal, wie es jetzt aussieht. So. Ja. Fest ist anders. Ich zeige es euch mal. Meine Hollandaise ist sehr flüssig. Die gerne nochmal 2 Minuten 80 Grad Stufe 4. Das mit der Sauce Hollandaise ist immer so eine Sache. Die Eier sollen auf jeden Fall 4 Tage schon alt sein und sollen aber auch nicht älter wie 14 Tage sein. Wenn man die im Supermarkt kauft, hat man da ja wirklich nicht so die Kontrolle, wie alt die denn wirklich sind. Ja, also ich hatte jetzt auch nur noch Supermarkteier da. Wenn es so flüssig ist, schauen wir mal, wir gießen es ja dann drüber. Es wird gebacken, von daher ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Wenn ich die jetzt zum Stangenspargel servieren würde und hätte vielleicht noch Gäste, würde es mich ganz ehrlich jetzt fuchsen. Aber so seht ihr ja nur ihr. Ja. Nee. Die wird nicht fester. Also die ist recht flüssig. Was heißt recht? Sie ist flüssig. Ich mache sie jetzt trotzdem drüber. Ich nehme an, durch die Eier, wenn das dann im Backofen ist. Naja, obwohl. Ich glaube, das passt doch ganz gut. So, ich verteile die jetzt hier drüber. Ich nehme an, dass das jetzt im Backofen auch noch ein bisschen stockt. So. So. Jetzt geben wir unseren Reibekäse drüber. Da werde ich nicht alles brauchen. Das waren jetzt 200 Gramm, wie es wirklich im Rezept beschrieben war. Ich möchte das aber, oder wir möchten es nicht, besser gesagt, wenn das so eine ganz dicke Käseschicht ist. Also ich denke, mit 100 Gramm kommt man da sicher auch gut hin. Also ich habe jetzt hier ungefähr die Hälfte. Die andere hebe ich auf. Morgen soll es wieder die schnelle Sauce Bolognese geben. Schnelle Hackfleischsoße, die verlinke ich euch nochmal. Da gab es ganz viel positive Resonanz. Davon habe ich einen Film gemacht. Das war einer der ersten. Genau, und da essen wir auch gern Käse. So lange hält der bis morgen. Guckt es euch an, jetzt sieht es so aus. Ich schiebe das jetzt ungefähr eine halbe Stunde bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen.
Ich mache euch dann ein Foto, wenn es fertig ist. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mal nachmachen wollt. Ich kann noch nicht sagen, schmeckt es oder schmeckt es nicht. Ich schreibe es dann unten in die Infobox dazu. War lecker oder machen wir vielleicht nicht mehr so oft. Ich glaube aber bestimmt, dass es sehr lecker ist. Genau. Ich freue mich wieder auf eure tollen Kommentare, auf eure Nachrichten bei Facebook. Macht's gut und einen schönen Tag noch. Tschüssi!